Now, what did Jesus say? Matthew 6, 19th verse. Was hat Jesus gesagt? Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen, and where thieves break through and steal. Und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Lay not up for yourselves treasures upon earth. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. I've seen my father do that. Ich habe gesehen, wie mein Vater das that gemacht is, hat. He did not lay up any treasures for himself. Das heißt, er hat keine Schätze for his children. Gesammelt für sich oder seine Kinder. And I was happy he did it. Und ich bin glücklich, dass er das gemacht hat. Er hat uns Glauben beigebracht, auf den Herrn sehen. You know, folks, wissen Sie, Freunde, there were times when we could hardly pay es gab Zeiten, rent wo wir eine kleine Miete kaum bezahlen konnten. On one occasion, actually, 3 months passed. Einmal war es, dass 3 Monate vergingen. And my poor father, und mein armer Vater, he was never a man to default. Er war nie ein Mann, on payments. Der seine Zahlungen nicht geleistet hätte. And he prayed, Lord, keep the rent collector away. Und er betete, Herr, lass den I don't have the Mieteinnehmer money to pay him rent. Nicht kommen, denn ich habe jetzt kein Geld, um die Miete zu bezahlen. Just at the right time, God und gerade zum rechten Zeitpunkt the money so that the rent collector schickte Gott das Geld, sodass man es dem Mieteinnehmer geben konnte. Wir sind sehr genau bei unseren Zahlungen. And that at a time, und das zu einem Zeitpunkt, everybody is cutting short, wo alle zurückschrauben withdrawing. Und sich zurückziehen. When I hear of good missionaries, wenn ich von guten Missionaren höre, gottesfürchtige Männer, die zurückgezogen werden vom Feld, da bin ich sehr traurig. When I heard of China Inland Missions, als ich hörte von dem Buchladen der China Inland Mission in Australien. Also die Buchläden, sie sagten, sie schließen ihre Buchläden, die Mission von Hudson Taylor. Da fühlte ich mich schrecklich. Ich sagte, was? Zu einem Zeitpunkt, wo die Welt Gottes Wort braucht, werden wir da den Rückzug antreten? Sehen Sie, Freunde, wo kein Weitblick ist, da kommt das Volk um. Und Sie können sehen, how people are just satisfied. Und sie können sehen, local wie die Menschen mind zufrieden sind, wenn sie sich nur um das Gebiet kümmern, das in ihrer Nähe liegt. Geht hin in alle Welt. And the promise of God is, a little one shall be 1,000 and a small one a strong nation. Und die Verheißung Gottes ist, aus dem Geringsten sollen 1,000 werden und aus einem Kleinen ein mächtiges Volk. See, if you and I, what sehen did Sie, I have? I had nothing. Was hatte ich? Nichts. And I never asked anybody for a penny. Und ich habe nie jemand um einen Cent but gebeten. I see, aber ich sehe, avarice and greed Habgier are increasing. Nimmt zu. The more people earn, je mehr die Menschen verdienen, umso weniger wollen sie geben. Last night's song, das Lied gestern Abend, which was very meaningful,
sung by the children. Das hatte eine wichtige Bedeutung. Die Kinder haben das gesungen. Now, that is what the Lord Jesus is speaking about. Darüber spricht der Herr Jesus. 21st verse. Vers 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. You can imagine. Sie können sich vorstellen. Mounting bills. Wenn die Rechnungen immer mehr zunehmen. Ha. If you would ask me. Wenn Sie mich fragen. Does the fellowship manage to? Wie schafft es diese Gemeinschaft, alle diese Rechnungen zu bezahlen? Ridiculously. Jeden Monat zu bezahlen. Genau zu bezahlen. Who is the giver? Wer ist es? The Lord. Der der Geber ist. Who is the provider? Der Herr. Wer ist es, der uns versorgt? Der Herr. Our faith should never unser Glaube sollte nie abnehmen. They say, es heißt, the next 2-3 months are going to be critical for the dollar. Die nächsten 2-3 Monate werden kritisch sein für den Dollar. Es kann sein, dass er abstürzt. Let the dollar plunge to the depths of the Atlantic. Okay, lass den Dollar abnehmen bis auf den Grund des Atlantik. Faith. Gott wird uns nie verlassen. You know, without faith it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And where your treasure is, there will your heart be also. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. You know, in the continent, wissen Sie, in Germany, for instance, in Europa, zum Beispiel in Deutschland, habe ich festgestellt, als ich als junger Mann dort anfing zu predigen, dass der Grundbesitz sehr teuer war. Unlike what you can get here. Nicht so wie hier. And now the missionary spirit. Der Missionarsgeist was hemmed in. Wurde behindert. I could see people. Ich konnte sehen, with their ambition, dass Menschen build a place, den Ehrgeiz hatten, etwas zu bauen and to have a place. Und right. Ein Gelände zu kaufen, it may be zu besitzen. Place, es ist vielleicht gut, wenn man ein Gebäude so hat, high, wenn die Mieten so teuer sind. That seems like the practical thing to do. Das sieht so ganz but praktisch aus. I said, oh, these young fellows are sidetracked. Aber ich sagte, diese jungen Leute, die werden abgelenkt. Anstatt dass sie das Reich Gottes bauen, sind sie damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie sie ein großes Haus für sich selbst bauen. That temptation never came to me. Diese Versuchung hatte ich nie, to build a big building for myself. Ein großes Haus zu bauen für mich. I am content with little rooms. Nein, ich bin mit kleinen Zimmern zufrieden. And I am a stranger and a pilgrim. Ich bin ein Fremdling und ein Pilger. You know, as soon as a fellowship loses, sobald eine Gemeinschaft pilgrim spirit, den Pilgergeist it's verliert, dead. It's gone. It's finished. Dann ist sie tot, dann ist sie erledigt. You know, folks, wissen Sie, Freunde, we come from a background, wir kommen von einem Hintergrund, property is everything. Wo der Besitz alles bedeutet. You see, for social status, für den Status in the East, für den sozialen Status im Osten, want to be known as a
will man bekannt sein. Big person, als ein you need to have a lot of großer Mensch, property. Da muss man viel Besitz haben. Well, here the Lord Jesus is talking about property in heaven. Hier spricht der Herr Jesus vom Besitz our im Himmel. Riches in heaven. Unser Reichtum im Himmel. See the riches of faith. Sehen Sie, der Reichtum des Glaubens. Now I want that riches. Den wünsche ich mir. Ich will diesen Reichtum weitergeben an die Leute in meiner Umgebung. Ich werfe alle meine Lasten auf den Herrn. That's where these burdens ought to be deposited. Da sollte man diese Lasten ablegen. Can I bear all the burdens? Kann ich alle Lasten tragen? Nein, natürlich nicht. See, sehen Sie, God said to Gott sagte Moses, dem Moses, they are going to ask me, who sent you? Sie werden mich fragen, wer hat dich gesandt? I am. That I am. Ich bin. Ich bin, der ich bin. I am has sent me. Ich bin, hat mich gesandt. Now, the incumbent in the White House can't say I am. Der im Moment regiert im Weißen Haus, der kann nicht sagen, ich bin in zwei Jahren oder noch ein bisschen mehr, da muss er sein Amt niederlegen. Jede irdische Macht hat ein Ende. Aber unser Erlöser ist der große Ich Bin. To know him, sehen Sie, ihn zu kennen, that I may know him and the power of his resurrection. Dass ich ihn erkenne und die Macht seiner Auferstehung. St. Paul writes those words, Paulus schreibt a prisoner in Rome, diese Worte, während er in Rom im Gefängnis liegt, am Ende seines Lebens, dass ich ihn erkenne. Like a little child, wie ein kleines Kind, das den Mount Everest anschaut und sagt, wie hoch kann ich steigen? Der Gipfel ist noch weit weg. Dass ich ihn erkenne. Oh, meine Lieben, was für ein Vorrecht in den Tagen Ihrer Jugend, when you feel, wenn Sie das Gefühl haben, keiner kümmert sich. We do live in a selfish world. Wir leben wirklich in einer selbstsüchtigen Welt. In the middle of the night, my heart begins to pray. Wissen Sie, mitten in der Nacht beginnt mein Herz zu beten und der Schlaf flieht von mir. There are so many, und natürlich gibt es so viele, whose burdens are so great, deren Lasten so groß sind, dass ich für sie zu Gott schreien muss. Yes, my friends. Ja, meine Freunde. To whom do I go? Aber zu wem gehe ich? Great I am. Zu dem großen Ich Bin. The all-sufficient Savior. Der Erlöser, der für alles genug ist. See, why did the Lord Jesus Christ have to teach us? Warum musste der Herr Jesus Christus gleich von Anfang seines Dienstes an diese wichtigen Wahrheiten uns beibringen, wenn man anfängt, sie zu vernachlässigen, dann ist man eine Niete. You know, youth is the time when you have great desires, die Jugend ist die Zeit, but fulfilling those goals, wo man große Pläne hat,
You need perseverance. Aber um diese Ziele zu erreichen, braucht es Durchhaltevermögen. Können Sie sich vorstellen, dass ein armer britischer Schuhflicker, Sie wissen vielleicht gar nicht, was ein Schuhflicker ist, einer, der Schuhe repariert, und he would put before him as he stitches während er or repairs old shoes. Die alten Schuhe repariert hat oder genäht hat, da hat er sich griechische und hebräische Schriften aufgehängt und sie studiert. Dann wurde ihm bewusst, was es für große Gebiete in Asien gibt, wo das Evangelium noch nicht hingekommen war. Und William Carey, so hieß er, hat schließlich so viele Hindernisse überwunden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Leute sehr streng kalvinistisch gesinnt. So, when he presented the need for missionaries, als er die Notwendigkeit vorstellte, Missionare auszusenden, dass das Evangelium nach Indien kommen müsste, da sagte der Vorsitzende der Versammlung: Setz dich hin, junger Mann, wenn Gott vorhat, die Heiden zu retten, dann kann er das tun ohne Sie und mich. Sit down, young man. Setzen Sie sich, junger Mann. But did he sit down? Yeah. Aber hat er sich hingesetzt? He bided his time. Er hat die Zeit But abgewartet, the vision, he did not leave. Aber seine Vision And then, hat er nicht aufgegeben. The British government was against him. Dann war auch die britische Regierung dagegen. You see, the mighty British government. Die mächtige britische Regierung missionaries wollte nicht going around and disturbing the people, dass Missionare herumreisen und die Leute stören und ihren Lebensstil stören, wie sie dachten. But you know, friends, aber wissen Sie, Freunde, the effect of the work that was done, die Auswirkung von der Arbeit, die getan wurde, by William Carey, durch William Carey, it influenced Britain. Sie hat Großbritannien beeinflusst. It influenced Wilberforce. Sie hat Wilberforce beeinflusst. A member of the British Parliament. Einen britischen Parlamentarier. And Wilberforce would never have his breakfast. Wilberforce hat nie sein Frühstück eingenommen. Without the latest list. Ehe er sich nicht read out to him die neueste Liste vorlesen ließ, that barbaric custom, von diesem barbarischen Brauch, which required a Hindu widow, bei dem eine Hindu-Witwe dance around herumtanzen musste, fall into the flames, und schließlich in die Fallen, sich fallen lassen musste, die den Leichnam ihres verstorbenen Mannes verzehrten. Und Wilberforce in London wollte nicht sein Frühstück nehmen. Sehen Sie, meine lieben Freunde, was das Evangelium bewirkt. And Wilberforce was one of the close friends of Wilberforce Pitt, war ein enger Freund von Pitt, dem Premierminister. And he brought
the emancipation of the slaves. Und er hat die Emanzipation der Sklaven durchgesetzt. At a time, zu einem Zeitpunkt, when the commerce of this world, wo der Handel dieser Welt and the wealth of the nations, America, und der Reichtum der Völker, Amerika, England und so weiter, was dependent on slave labor. Von der Sklavenarbeit abhing. Would you be able to fight against commercial interests? Denken Sie, dass Sie gegen kommerzielle Interessen kämpfen könnten? Seine Versuche im Parlament, bring this awareness, but just pushed out. His bills were nowhere. Die Menschen aufzuwecken, die wurden einfach niedergeschmettert. But just think of all the chain reaction. Aber stellen Sie sich vor, was es für Kettenreaktionen gab. With a heavenly vision, ein Schuhflicker mit einem Blick für himmlische Dinge, der eine Liste von allen Witwen anfertigt, die verbrannt werden sollen durch diesen grausamen Brauch des Sati, impacting the parliament, und dadurch hat er Einfluss ausgeübt auf das Parlament in London. And this great William Wilberforce, dieser große William Wilberforce, set his heart on freeing the slaves, der sein Herz darauf gerichtet hatte, die Sklaven zu befreien, stirring him to further action, hat until ihn zu weiterer Aktion the angestachelt, moral evil behind, bis das the savage moralisch Böse hinter dieser Art und Weise, in der die Sklaven behandelt wurden, ans Licht kam, von einem Hafen in Ostafrika. 90.000 wurden 90.000 Sklaven als Fracht abgefertigt, um auf die Sklavenmärkte verkauft zu werden. Und diese 90.000 waren eine Gruppe, which was so much larger. They represented 20% of the whole group. Diese 90.000 waren nur 20% von der ganzen Gruppe, die man wie Vieh getrieben hatte, auf die Sklavenschiffe. Well, they had died on their way. Viele waren unterwegs gestorben. 80%. You and I, Sie und ich, would never know these figures, würden diese Zahlen nie kennen, except for Christian compassion, wenn es nicht das christliche Erbarmen gegeben hätte. And you see, und sehen Sie, what does money matter? Was macht da schon das Geld? But money has been the big driver. Aber Geld hat die Leute immer angetrieben. Alle diese Gräuel angetrieben. Now, folks, so we are told here, uns wird hier gesagt, no man can serve two masters. 24. For either he will hate the one and love the other. Vers 34, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, or else he will hold to the one and despise the other. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Despise the other. Den anderen verachten. You cannot serve God and mammon.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt es nicht. Das ist unmöglich. Alle unsere Rechnungen müssen genau bezahlt werden. Harte Arbeit wird von Gott belohnt. Ich will nicht dem Mammon dienen. Ich habe mein Herz darauf gerichtet, meinem Herrn zu dienen. Let's pray. Wir wollen beten. Loving Father, liebender Vater, dwelling upon history, wenn man über die Geschichte nachdenkt, we find these great men of God, dann findet man diese großen Gottesmänner, men with a single motivation, Männer, die nur ein Ziel hatten, single eye, ein Anliegen, who set their hearts on your glory, die ihr Herz darauf gerichtet hatten, dass du geehrt wirst und nicht sie selbst, zu einem Zeitpunkt, wo die Selbstsucht so groß ist um uns herum. Give us the mind of Christ. Da gib uns bitte die Gesinnung von Christus. Give to us that passion. Schenke uns dieses Erbarmen, das Jesus hatte. Bitte, Herr, schenke uns etwas von diesem Erbarmen. Höre unser Gebet im heiligen Jesus-Namen. Amen.